Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Wie Kinofilme werden auch Videoprogramme von der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, FSK, daraufhin geprüft, für welches Alter sie geeignet sind. Bei diesen Programmen finden Sie die Altersfreigaben sowohl auf den Kassettenboxen als auch auf den Kassetten selbst. Im Interesse Ihrer Kinder bitten wir Sie, Folgendes zu beachten. Schauen Sie sich mit Ihren Kindern nur Programme an, die auch für Ihr Alter freigegeben sind. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Kinder und deren Freunde auch in Ihrer Abwesenheit nur die Programme anschauen, die für Ihr Alter geeignet und entsprechend gekennzeichnet sind. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über Altersfreigaben und bitten Sie insbesondere ältere Geschwister mit darauf zu achten, dass sie sich keine Programme gemeinsam anschauen, die für jüngere Familienmitglieder oder auch Freunde nicht geeignet sind. Weitere Informationen zum Thema Video- und Jugendschutz erhalten Sie bei Ihrem Videofachhändler oder beim Bundesverband Video, Katharinenstraße 11, 2000, Hamburg 11. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Mithilfe und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit dem Videoprogramm Ihrer Wahl. Hallo und willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Runde The Brookhaven Experiment. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder mal dabei seid. Ganz lieben Dank auch nochmal für die, die den Daumen nach oben gedrückt haben. Ganz lieben Dank dafür. Und ja, weiter geht's heute. Wir schauen mal ganz kurz in die Option rein, ob wir hier noch irgendwas verändern können. Lautstärke und sowas passt eigentlich alles. Waffenwinkel ist auch gut. Schwierigkeitsnormal. Schwierigkeitsgrad, den geht es sowieso nicht anders. So, okay. So. Kampagne überleben. Nochmal die Kampagne hier. Verlassene Fabrik. Rathausplatz. Ja, ich bin schon wieder gespannt, wie es hier weitergeht heute. Die dritte Runde. So. Taschenlampe wechseln, drücke Bewegungstaste. Oh oh. So. Much use unless you turn it on. Don't turn that flashlight on unless you need it. You'll want to conserve your batteries. Ah, hallo. T-Taste. So. Ah ja, alles klar. Okay, ich muss erstmal wieder ein bisschen klarkommen. Wir müssen uns wieder eine Waffe auswählen hier. Ich hätte ja gerne... Ah, wir nehmen die. Alles klar. So, und... Haben wir hier noch irgendwas? Oh, ich verreck mir hier schon meinen Hals. So, los geht's. You should see the Brookhaven sign from here. That's where all of this started. And that's where you're headed. Clear a path and be ready for anything. Over. Oh ja, Moment. Haben wir alles? Habe ich alles gedrückt? Das Package schaffen. Oh. Oh, shit. Geht schon los hier. Gar keine Zeit, dieses blöde Paket da nicht. Ja, endlich. Oh, shit. Boah, schon weg vom Fenster hier, oder wie? Ich bin gestorben, okay.
Das ist aber schnell gegangen, ja? Hauptmenü, Rad. So, okay. Ja, ich muss mich hier erstmal wieder ein bisschen warm machen. Ist ja schon wieder, ja, fast anderthalb Wochen her, dass ich hier eine Runde gezockt habe. So, Taschenlampe. Also, un momento. Wie mal. You should see the Brookhaven sign from here. That's where all of this started. And that's where you're headed. Clear a path. So, okay. Nimm mal lieber das Messer. Auch noch schnell wechseln, das geht hier auch. Da kommt schon der erste. Okay, okay, okay. Boah, wow, ist das ein Pick. Okay, okay. Jo, okay, die Runde haben wir. Hui. Geht aber ganz schön zur Sache hier. Ich hätte ja gerne mal eine Maschinenpistole, aber da muss ich mit Sicherheit noch ein paar Runden zacken hier. Ausgewählt. Setup. Verteidiger. Okay. Weiter geht's in die nächste Runde. Level 2. Von hinten ist es echt fiese Aktion hier. Da kommen schon zwei. Da ist hier dieses Riesenvieh da hinten. Da kommt schon der erste wieder. Ich muss schon mal nachladen. Wow, 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 wow. Den haben wir. Komm her hier. Oh, sind das viele? Okay, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Wow, da ist der nächste. So, komm her, du kriegst jetzt. Den hast du dir verdient. So langsam kriegen wir da Grund rein in die Geschichte hier. Ich will mich hier auch nicht zu schnell bewegen, weil sonst macht es auch keinen Spaß mehr beim Zuschauen nachher. So, das.
Ah, ich hätte ganz gerne mal meinen. Das ist, sind aber ganz schön geizig hier mit ihren Waffen. So, was können wir hier denn noch? Spezialmunition. Was machen? Ne, das ist alles noch gesperrt. Den blöden Anhänger will ich auch nicht. Ich könnte noch einen Aufsatz. Das klingt gut. Der Aufsatz ist cool. Zurück zu den Waffen. Waffen. Jetzt können wir da was machen. Leuchtrakete. Den nehmen wir auch. So, okay, fertig. Ab geht's. Jetzt probieren wir mal die Granate. Granate, Granate, volle Granate. Wenn ich denn hier überhaupt jemanden sehe. Ups. Ups. Jo, das hat doch schon mal geklappt. Ja. Okay. Wir haben noch 3 Granaten. Ja. Na, wieso wirft ihr die denn dahin? Okay. Nachladen. Ja, mit den Granaten, das muss ich nochmal... wie man das optimaler hinkriegt. Komm her, nun nimm doch! So! Alright, alright, da ist noch irgendwo schon wieder jemand unterwegs. Habe ich keine Muni mehr? Shit! Shit! Okay, den habe ich. Boah, shitty! Muni war alle, krass! Krasse Aktion hier. So, okay. Rathausplatz. So, wir gehen mal zurück zum Hauptmenü. Meine Lieben, ich denke mal, für diese Runde sollte es erstmal reichen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch Feedback da. Dann hauen wir nochmal eine Runde danach ran. Ich bedanke mich erstmal fürs freundliche Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ihr Lieben.